Willkommen bei Underdog Games. Wir spielen Satisfactory und das ist das Update Nummer 8. Ich habe lang drauf gewartet und war ganz nass. Nasse Hände, nasse Füße, ihr wisst, wie es ist. Und ich würde sagen, wir beginnen mit einem komplett neuen Spiel. Es gibt eine riesige Mega-Staffel und ich habe richtig, richtig Bock, euch mitzunehmen. Also, abonnieren, draufdrücken und jeden Tag eine Folge, vielleicht auch mal zwei, genießen. Spaß haben. Ich bin ein verrückter Vogel, ich mache, was ich will, ich sage Scheiße, Kacke und Schwein und das ist hauptsächlich für Erwachsene. So, wir fangen an und würde ich sagen, Satisfactory Early Access, wenn ihr auf Steam spielt oder auf Epic Games, müsst ihr die Early Access Version nehmen, also diese Experimental laden, sonst geht's nicht. Und ansonsten würde ich sagen, legen wir los. Name eingeben. Ich würde sagen, das ist die Hundehütte. Hundehütte, die Welt, Hundehütte. Und wir fangen natürlich in den Grasfeldern an. Die Welt, zur Erklärung, die Map ist eine Map. Das heißt, es gibt eine große Map. Und egal, wo wir starten, wir würden uns quasi immer wieder auf der Map treffen. Also wenn ich in der Wüste starte, dann komme ich irgendwann auch mal ins Grasland. Und wenn ich im Grasland starte, komme ich auch mal in die Wüste oder woanders hin. Generell ist es hier relativ easy zu starten, wegen Biomasse etc. Ich würde sagen, wir starten einfach mal und wir überspringen nicht das Intro. Wir gehen einmal volle Hütte durch und dann fangen wir an. Ich habe schon eine alte Satisfactory 7er Update Staffel und also Update 7, eine Staffel. Ich bin ganz aufgeregt, juhu. Und da ist es natürlich so, da habe ich echt tolle Gebäude gebaut. Wir haben tolle Gebäude gebaut. Ich habe mir Mühe gegeben, dass es schön ist, dass es große Fabriken sind, dass es wirklich gut ist. Keine 2500 Stunden gespielt, das gebe ich zu. Ich habe auch wieder viel vergessen, muss ich sagen. Das passiert bei mir ganz oft, dass ich viel vergesse. Das heißt, das ist genauso ein Anfängerding wie mit Factorio. Mit Factorio, aber auch das haben wir ja durchgespielt und auch im Krastorio sind wir ziemlich weit bis jetzt. Ich würde sagen, ich lege los, nicht viel labern. Die Einstellungen bleiben auf Standardeinstellungen. Das kann man auch ändern, aber das kann man nur einmal ändern. Das heißt, wenn ich die Spielsettings, die Game-Settings verändere in der Welt, dann sind die immer anders. Da habe ich keinen Bock drauf. So, wir starten und wir sind vermutlich mal auf dem Weg. Oh, das Kabel hat geklemmt. Passiert mal. Auf dem Weg auf die. Naja, die Erde ist es ja wohl nicht, ne? So. Ah, oh, die Stimme. Eine der wenigen Stimmen, die ich liebe. In-game. Ja, die Fix-It ist sehr wichtig. Das ist quasi unser Unternehmen, unsere Firma, die uns schickt. Und der Job ist, wir sollen Dinge bauen, um etwas abzubauen, um was zu entdecken und dann dementsprechend mitzunehmen, einzupacken und dann daraus tolle Dinge zu bauen. Genau. Wenn die Taschen voll sind, gehen wir heim. Bierchen. Jetzt das Thema Automation. Wer wird sich wundern? Automation auf dem Kanal hier? Ganz was Neues, sehr wahrscheinlich. Und wir sollen effektiv sein. Okay. Ich bin total nass. Oh, das ist neu. Das Licht ausschaltet war vorher nicht so. Ich bin tausendmal gelandet. Ich weiß, dass das Licht nicht ausging. Ich bin gespannt. Was ist denn eigentlich hinter mir? Ein Berg? Es piept hier was. Hört sich an wie die Waschmaschine. Schatz! Ist die Waschmaschine fertig? Die stört gerade den. Nee. Ist gar nicht die Waschmaschine. Okay, also ihr seht, ich bin total aufgeleiert und ich freue mich, weil ich jetzt die erste Folge von Satisfactory drehe. Mit euch. Und ich hoffe, ihr seid alle dabei. Nino, Helmut, Tok Tok, Gogarin, Dennis, Dennis 2, meine Mutter, vielleicht auch der Ilja. Also alle, die ich nicht genannt habe, auch. Und noch viel mehr neue Satisfactorianer, die meinen Kanal nicht kannten, weil sie über Factorio und die anderen Spiele nicht auf mich aufmerksam geworden sind. Das wäre natürlich ein Hammer. So. Scheinbar sind wir da. Ah, los geht's. Attacke. Raus. Raus. Mach die Tür auf. Vater. Übrigens, die Settings sind auf Ultra gestellt. Die Maschine da unten ist zwar ein bisschen warm, aber es läuft. Im Moment noch. Mal gucken, wie lang noch. Wir sind da. Ach, ich liebe es. Ey, so ein neuer Start ist super geil. Also, ein Tipp. Information.
Hinweis. Die labert uns das Ohr voll da unten, das überspringe ich gerade mal hier. So, ja, du musst nicht so viel reden. Also, ein Tipp, ein Hinweis. Fresse halten. Ja, danke, okay. Also, das Erste ist, der Spielstil hier ist verpeilt. Der Spielstil ist meist lustig und, naja, merkwürdige, trockene Scherze, habe ich so geschrieben bekommen, die dabei sind. Niemals gemein, aber durchaus würzig. Und der Spielstil ist alles andere als schnell. Das heißt, wenn ihr jetzt diese Staffel beginnt zu gucken, ihr werdet hier wir werden wundervolle, riesige Fabriken bauen, wir werden schöne Dinge machen, wir werden mit Licht und Schatten spielen, wir werden Einrichtungen machen, wir werden Licht, also richtig, richtig geile Sachen hier vom Laden zimmern, aber hier geht nichts schnell. Ich bin 42, schnell auf der Arbeit, das habe ich den ganzen Tag. Hier geht nichts schnell. Holt euch was zu essen, was zu knabbern. Hier, so eine Pedobeere zum Beispiel. Okay. Und, ja, sei ruhig. Und, ich weiß, keine Pedobeere, aber ich fand den Wortwitz so witzig. Und, holt euch was zu essen, was zu trinken. Macht euch locker, setzt euch hin, genießt diese Zeit, genießt diese 30, 40 Minuten von jeder Folge und lasst uns gemeinsam hier diesen Planeten, wie er noch so unberührt ist, einfach umkrempeln. Lasst uns Fabriken bauen, Zugstrecken, Wegstrecken für Autos. Lasst uns diesen dreckigen Weltraumlift vollstopfen mit Zeug, was er braucht und einfach abgehen. Aber mit einer Geschwindigkeit, die für ältere Menschen, so wie mich und wie sehr wahrscheinlich euch alle, passend ist. Okay? Kein Powerplay, aber wenn wir jetzt ein bisschen warm werden mit der Sache, dann gibt's Gas. Ja, ganz klar. Okay, also fangen wir an. Das war die Erklärung. Wir sollen zuallererst unsere Kapsel abbauen. Die haben wir eingesteckt, weil die hätte wohl den Inhalt an Material, um unser Hub zu setzen. Unser Hub setzen wir. Ich muss auf das Handy gucken, weil meine Frau schreibt mir gleich. Ja, ich kann alles nachlesen, das weiß ich doch. Meine Frau schreibt mir gleich, da muss ich mich die Kartoffeln anschalten draußen im Backofen. Also, ihr seht, ich habe auch andere Aufträge. Hier ist alles ganz normal, wie bei allen anderen auch. Was mir auffällt, die Bäume sehen anders aus. Kann man sich auch einbilden, ne? Bäume sehen anders aus. Die Gebüsche. Das weiß ich nicht, ob die anders aussehen. In die Ferne kann man irgendwie anders schauen. Das war vorher nicht so, aber auch da weiß ich nicht, ob es wirklich so ist. Ich gehe mal runter, wir gucken mal und kruscheln uns mal durchs Gebüsch und gucken uns mal kurz um, dass wir wissen, was sehen, was hier im Update 8 ist. Es soll wohl eine Riesenänderung geben, was den Strom angeht. Ich als alter Autoelektriker, oh ja, als alter Autoelektriker im Sinne von, ich sag mal einfach Elektriker, ne? Zwar im Gleichstrombereich, aber ich liebe Strom, ich liebe das Thema Stromschaltung. Oh, wie schön das aussieht. Stromschaltungen und Logikschaltungen. Vielleicht nicht ganz so sehr wie Tok Tok bei Factorio. Der hat schon ziemlich viel drauf, aber ich möchte es einfach ziemlich geil haben. So, das Hub, was wir setzen, ist unsere erste Basis, unser Ausgangspunkt. Und das sollten wir natürlich irgendwie so setzen, dass wir möglichst nah an Plätzen sind, die uns Ressourcen liefern. Scannen können wir, indem wir den Scanner benutzen, aber der Scanner funktioniert gerade nicht. Ich weiß noch nicht warum, ich glaube, wir müssen erstmal das Hub hinsetzen. Hub haben wir hier. Können wir jederzeit wieder abbauen und umsetzen, wir kriegen die Ressourcen zurück. Ist eine ziemlich entspannte Sache, finde ich. Und mit dem Mausrad drehen wir das Ding. Und wenn wir weiter weg gucken, setzen wir es weiter weg. Und wenn wir es näher hinsetzen, setzen wir es näher hin. Ja, logisch. Okay. Ich hätte gerne mal gewusst, wo die Ressourcen sind, dass ich das Hub besser platzieren kann. So, da ist es schon. Die Hub. Da ist es. Ich klicke mal drauf. Gratulation. Okay. Das ist die manuelle... Mudi. Okay. Das ist die Manual Craft Bank. Da können wir Sachen bauen. Wenn wir Ressourcen haben, können wir hier mit der Hand oder mit der... Also wenn wir gedrückt halten hier unten, können wir was bauen. Oder die Leertaste gedrückt oder einmal drücken. Dann können wir die Sachen am Stück bauen. Hier drüben ist das Aufgabenterminal. Das ist somit am Anfang das Wichtigste, was wir brauchen. Hier geben wir unsere fertigen Produkte ab, am Anfang. Und dort werden dann, also die Anforderungen, die wir haben, werden abgegeben und dort werden dann neue Dinge freigeschaltet. Das heißt, das ist quasi unser Questgeber, nennen wir es mal so. Und das hier ist das Baumenü. Ja, die erste Bauwerkbank. So, da ist ein Ofen drin, wie ich gerade sehe, der ziemlich cool aussieht. Wir haben hier Filament, das wird wohl ein 3D-Drucker sein, vermute ich mal. Das sieht alles ganz anders aus. Ziemlich cool, gefällt mir, ist gekauft. Das Ding habe ich nie so genau angeguckt, weil ich es irgendwie gehasst habe, aber alles gut. So,
Wir fangen an. Es gibt in diesem Spiel zum Beispiel die Möglichkeit, dann so schöne Bons auszudrucken, diese Marken. Ich weiß nicht, wie sie im Original heißen. Ich hatte hunderttausende von diesen Bons, weil man Sachen in den Schredder wirft. Man wirft das in den Schredder rein, das läuft durch, wird klein geschreddert und dann kriegt man dafür einen gewissen Gegenwert. Und mit diesen Marken kann man in einem Shop einkaufen gehen. Man hat den Hub-Shop, also den Shop, den man hat. Oh, da ist meine Frau, seht ihr? Achtung, was schreibt sie? Moment, das gehört dazu. Das ist hier so. Und wenn ihr das nicht mögt, müsst ihr leider ausschalten, weil bitte Backofen anschalten. Kleiner Augenblick. Ja, und wenn ihr das nicht mögt, dann müsst ihr tatsächlich leider ausschalten. Nicht, weil ich schnippisch und blöd bin, sondern bei mir herrscht hier Real Life. Geht immer vor, egal was wir hier für ein Community-Ding machen, ob wir irgendein Event machen, ob wir irgendwas live-mäßig machen. Real Life geht vor. Wobei ich ziemlich hart produziere an Videos, wenn ich ehrlich bin. Ich habe jetzt in den letzten Monaten 350 Videos gemacht oder so. Und gehe ganz schön für mein Verhältnis schön vorwärts. Und deshalb, also, es ist einfach hier das wahre Leben, ja, 2 Kinder, eine Frau, momentan 7 Hunde, weil wir 6 kleine Babys bekommen haben, also hier ist, ja, Highlife in Dosen. Okay, gut, genug gebabbelt, das ist quasi hier ein Real-Life-YouTube-Kanal. Wir haben ein bisschen was eingesammelt, wir suchen mal, wir gehen mal zu unserem Hub und scannen mal die Welt ab. Okay, das hat doppelt gescannt, das war ein bisschen dumm. Wir stellen uns mal dahin und halten mal den Scanner gedrückt. Zur Erklärung, wir können hier mit dem Scanner suchen. Der Scanner kann momentan nur Eisenerz finden. Wenn ich nach unten mit der Maus gehe, hätte ich jetzt Eisenerz ausgewählt. Ist es aber überall Eisenerz, weil wir nur eins haben. Dann lasse ich das Ding los, dann scannt er. Und da, wo es zuerst Ping macht, das war hier, ist es am nächsten. 144 Meter. Ich habe das Gefühl, dass die Grafik klarer ist wie früher und sauberer angezeigt wird. So, was haben wir hier unten? Das ist Kalkstein. Wenn ich hier gedrückt halte am Kalkstein, dann zerkloppe ich erstmal diesen Stein da oben drauf. Achtung. Das werdet ihr übrigens oft hören. Man nennt mich auch Mr. Handcraft in Factorio. Das wird sehr viel so sein. So, jetzt können wir hier weiterhacken. Und das ist nicht so effektiv. Also wir haben 50 Stück bekommen von diesem großen Stein. Wenn wir jetzt hier weiterhacken, bekommen wir quasi nur so Stücke. Mit diesen Stücken sieht man hier eins, noch eins. Das kann man machen, wenn man nichts hat. Aber das ist natürlich ziemlich ineffizient. Ja. In- oder uneffizient, weiß ich gar nicht. Hier haben wir einen Zapper, den nehmen wir in die Hand. Den brauchen wir. Der kann nämlich Stromschläge verteilen. Das ist unsere erste Waffe. Und wenn man damit umgehen kann, ich weiß nicht, wie die jetzt nach Update 8 unterwegs sind, wenn man damit umgehen kann, kann man ziemlich geilen Scheiß mitmachen. Und ich finde, man kriegt diese Viecher ganz gut klein. Zumindest war das früher so. So, wir haben eine unautorisierte Feindseligkeit gesehen. Und die haben die Eigenschaft, dass sie einen ansprinten, dann im Kreis rennen und so weiter. Jetzt hüpfe ich, wenn er kommt, hacke ihn mit dem Zepper an und dann ist er Matsch. Meistens verlieren die was. Boah, sieht das geil aus. Hammerhart. Die verschwinden eigentlich dann. Aber das hier ist ziemlich geil. Das waren jetzt Überreste, die ich gesammelt habe. Ja. Also, wir haben durch dieses, was wir eben gefunden haben, eine Nachricht bekommen, dass wir damit Dinge erforschen können. Und das ist natürlich gut für uns, weil wir wollen natürlich diese Sachen, die wir hier finden, erforschen bzw. auch nutzen. Diese Panzer geben zum Beispiel, ich meine, eine bessere Rüstung. Ich erinnere mich gar nicht mehr so richtig. Und zum Bauen von allem. Also es ist wichtig, die Viecher zu töten, weil man braucht die Sachen. Das sehen wir dann gleich. Und das meine ich, ich habe das Spiel schon hunderte Stunden gespielt und ich kann mich nicht mehr erinnern, was ich mit den Panzern mache. Ich weiß nur, dass wir sie brauchen. Und wenn wir nachher da sind an der Stelle, dann weiß ich schon wieder genau, was ich mache, weil man sieht ja, eigentlich weiß ich ja schon, was ich hier tue, grundsätzlich. Das ist zum Beispiel auch neu, sieht ja obergeil aus. Guckt euch das mal an. Ich weiß, es ist kein Sightseeing hier, aber guckt euch das mal an. Ich bin unter den Blättern, hallo. Ich bin's, Rapunzel, unter den Blättern. Yo, man merkt, ich bin aufgeleiert. Ich weiß nicht warum, aber es macht mich tierisch an. Ich könnte fast ein bisschen weinen. Okay, ich hoffe, ich kann alle Faktorianer, die ich so gesammelt habe jetzt in meinem aktuellen Leben, begeistern, hier mitzugucken. Ich hoffe es. Guckt wenigstens mal rein. Guckt euch mal die paar Staffeln an, paar Folgen, meine ich. Und dann werdet ihr sehen, dass es ein schönes Spiel ist. Viele kennen es ja auch. Ich muss aber sagen, was die Übersicht angeht später in der Fabrik, ist natürlich Factorio 100-mal übersichtlicher. Denn, ja, wie soll ich sagen? Oh, ich höre was. Eine Elektroschnecke höre ich. Da oben ist sie. Eine E-Schnecke. Elektroschnecken sind auch voll wichtig, dazu später mehr. Die können die Effizienz, die Geschwindigkeit und sonstige Dinge verbessern. Ich sammle mal eine an. Eine ein. Die sind echt süß. Eine blaue Elektroschnecke. Tschup. This
semi-slug seems to emit unfamiliar energy readings, which could potentially be retrofitted into fix-it technology. Ich würde sagen, a new research tree can now be accessed. Wir ziehen hier runter mit dem Hub. Ich ziehe hier unten in die Ecke rein, hier das Feld ziehe ich rein, wir bauen die Basis da vorne in das große, freie, offene Gelände rein. Und da können wir dann schön von dort aus expandieren. Das machen wir auch. Ich muss zum Hub. Das Hub wohnt da hinten. Wir sind auf dem Weg. Und in dem Spiel ist es so, tatsächlich, ich bin, also wie immer, ein High-End, Early- und Mid-Game-Player. Endgame, nein, noch nie einen Reaktor gebaut, wie bei Factorio auch, aber ich weiß, zusammen schaffen wir das. Und wenn ihr mich unterstützt, dann kriegen wir den Fisch gelutscht, hätte ich beinahe gesagt. Warum sagt man den Fisch gelutscht? Das hat meine erste Freundin immer zu mir gesagt. Das muss ich mir Gedanken machen, glaube ich, oder? Egal. Ich kann zum Beispiel jetzt hier hingehen, nur mal so als Erklärung. Ich mache es einfach so. Ich gehe in die Werkbank und sage, ey, was habe ich denn jetzt hier? Ich habe hier Eisenbarren. Das Erz wird zu Eisenbarren. Also kann ich sagen, ich baue die mal. Na, dann baue ich aus einem immer eins. Und dann kriege ich Barren. Und die Barren kann ich jetzt so verarbeiten, ne, die Barren, zu Eisenplatten. Oder ich kann die Barren, die ich gemacht habe, diese hier, zu Eisenstangen verarbeiten. Auch 1:1 da der Wechselkurs. Und jetzt mache ich mal von den Stangen. Und wenn ich jetzt gar nicht mehr weiß, was ich eigentlich machen sollte, gehe ich mal hier dran und guck mal und sage mal, hey, was für ein Upgrade wollte ich denn eigentlich haben? Also, wir wollen zum Beispiel hier das erste Upgrade haben, das ist das hier, Stufe 0, Upgrade 1. Und das braucht 10 Stangen. Da kriegen wir das dafür. Wir kriegen hier Ausrüstungswerkstatt, die ist sehr wichtig. Wir kriegen den Mobile Miner zum Bauen, wir kriegen mehr Inventarplätze. 3 Slots. Warum? Nicht Slots, ganz wichtig, Slots. Okay? Das sind wichtige Unterschiede. Könnt ihr googeln, ihr wisst Bescheid. So. 3 Stück mehr ist natürlich mehr Platz. Ist ganz gut. Wir machen das. Hub Upgrade und Feuer frei. So, jetzt habe ich drauf gedrückt. Und jetzt sehen wir, oh, wir können da was reinlegen. Jetzt gehe ich nochmal zurück. Und jetzt sehe ich da oben rechts ein kleines, hier eine Anleitung. Das ist mein Meilenstein. Und ich soll 10 Rohre machen. Und wer jetzt abschaltet, weil er sagt, er ist zu langweilig. Alter, es wird geil. Bleib da. Schalt nicht ab. Es wird richtig geil. Drück lieber auf den Abo-Knopf und dann wirst du sehen, dass du viele, viele, viele Wochen Spaß mit mir hast. Ja, Kommentar spare ich mir jetzt. Okay, wir haben hier eine Lagerkiste jetzt hier. Da können wir Sachen reinschmeißen, die wir nicht brauchen. Aktuell brauchen wir nicht die Pedobeere. Die heißt natürlich Paleobeere. Ich finde, die heißt Pedobeere. So. Okay. Die erklären uns immer noch, was wir alles haben. Aber ich baue jetzt gerade das Ding nochmal ab. Hab eingesteckt. Ja, Mutti, komm schon. Ja, erkläre ich euch alles. Also, wir können jetzt die Mobile-Miner quasi bauen. Und die können wir auf verschiedene Stellen draufsetzen. Wir können aber auch mehrere von diesen kleinen Drecksminern, die übrigens sehr effizient sind am Anfang, auf ein Ding setzen. Jetzt gucke ich gerade mal, wo ist der schöne Eingang? Wo ist die Seite, von der ich lebe? Es gibt immer eine Seite, von der ich lebe und eine Seite, von der ich nicht lebe. Muss man gerade gucken. Strom machen wir nach hinten. Hinten Strom hin, okay. Nee, die Seite hier ist die, von der ich lebe, ne? Ja, das ist die Eingangsseite. Da baue ich immer alles dran. Alles klar. Also Strom nach vorne. Ah, ist auch okay. Oder können wir auf die andere Seite gehen, dann ist es vielleicht besser. Ich will nämlich den Strom nach hinten haben. Der kommt immer Arschstein mehr raus von der Station am Anfang. So machen wir es hier hin. Fertig ist der Lack. Und in der Kunst ist es auch später, dieses Hub schön in die bestehende Basis zu integrieren. Auch ganz toll. Denn irgendwie braucht er es immer wieder. Hier kann man stolpern. Okay. Und wir sind ziemlich hier im dicken Sack hier, wo wir wohnen. Das ist gut, da ist schön viel Material da. So, generell ist anzumerken, wir legen mal die Sachen, die wir jetzt nicht brauchen, direkt erstmal in die Kiste. Denn die Sachen sind nicht nötig. Wir stellen auch mal hier in den Optionen was um. Und zwar gehe ich mal ins Gameplay, glaube ich, ist es drin. Ich möchte das größer stellen. Ich bin alt. Ich möchte es größer stellen. Video, nein. Controls, User Interface, hier. Tooltips, Skalierung, machen wir ein bisschen größer. Und Show Icon Text in von mir aus. Dark Mode im Awesome Shop. Der Shop ist übrigens das, wo man nachher mit diesen Karten rein kann. Die Sonne küsst mich, seht ihr das? Hui, hui, die Sonne. Kann ich nicht ändern, ist so. High Contrast, nein, nein, nein. Ich möchte ganz gerne die großen Symbole haben. Use Small Slots, nein. Use Small Equipment, nein, use... Ich möchte gerne die großen.
Force Big Hand Equipment Icon. Weiß ich, ich möchte es ganz gern im Menü groß haben. Auch das können wir sagen, wie unprofessionell ist jetzt im Video zu machen. Aber nein, ich möchte es ganz gern hier fett haben. Das muss ich einstellen. Vielleicht ist das eine Einstellung für euch, die euch auch gut tut. Wie gesagt, Zuschauerschaft zwischen 30 und paar 50. Das ist so mein Rahmen an Jungs und Mädels, die mir zuschauen. Von daher würde ich mich freuen, wenn ihr dafür Verständnis habt. Force Big Hand. Using Big for Equipment hat eben your Small Equipment Icons in Hut. Nein, nein, ich möchte Use Small Equipment Icons in der Hut. Nein. Hologramm, General. Oh, oh. Oh, oh, da ist einer hinter uns, der will uns den Popo hauen. Ich weiß, dass es geht. Inventory. Enable Large Inventory. Da ist es doch. Item, was ist das? Add Small. Top Right Corner. Inventory Looks. Drücke ich mal drauf, gucken wir mal an. Okay, so, bestätigen. Jawohl, übernommen. So, Menü. Ihr seht hier, okay. Also Stein muss da jetzt nicht stehen. Ich bin ja nicht ganz fertig. Aber grundsätzlich sehen wir hier große Symbole und das brauche ich. Jetzt stellen wir es nochmal weg. Mit dem Text, das ist ja voll hässlich. Das brauche ich dann nicht. So schlimm ist es nicht. Fuck. Da. Interface. Icon Text aus. Wir nehmen. Und es müsste jetzt theoretisch. Oh. So. Haben sie aber gleich. Show current game. Wir nehmen. Jetzt ist es aus. Alles klar. Jetzt haben wir die Steine und so weiter. Wir sehen alles, was wir haben. Wenn wir drüber gehen, sehen wir auch erklärt, was es ist. Aber das weiß man natürlich innerhalb von wenigen Sekunden, was das ist. Und man hat es einfach drauf. Okay, wir haben es abgeschlossen. Wir haben ein neues Quest bekommen. Beziehungsweise, wir können neue Dinge bauen. Im Baumenü. Wir haben einmal ein Baumenü in uns selbst. Das heißt, wir können es öffnen. Können hier drin jetzt durch die Werkbank oder eine Ausrüstungswerkstatt bauen. Die Werkbank ist gut für unterwegs, eine zweite zu bauen. Das ist diese hier, identisch mit dieser. Oder, gut, wenn man im Multiplayer spielt und hat Leute dabei, dann ist es nämlich hier in der Bank und man kann nicht dran, weil man kann immer nur alleine an eine Werkbank dran. Macht Sinn, davon mehrere zu bauen, wenn man im Multiplayer spielt oder unterwegs ist. Es wird dunkel, es sieht so sensationell geil aus. Und wie hier hell ist. Also, man kann sich auch viel einbilden, aber ich weiß, dass es vorher nicht so war. Okay, Ausrüstungswerkstatt möchte ich bauen. Da sehen wir, da fehlen uns jetzt Sachen. Wir sehen da unten, uns fehlen hier zwei Platten haben wir, vier fehlen uns noch und ein Rohr, beziehungsweise Rohre fehlen uns einmal. Und da können wir jetzt hergehen und können sagen, wir möchten das uns mit diesem Pluszeichen da oben in die Ecke schieben. Also hier in die Ecke schieben. Wenn ich nochmal drücke, habe ich dann zwei gebaut oder drei bauen. Ich möchte nur eine bauen. Und dann sehe ich hier neben, was ich brauche. Also ich brauche noch Eisenplatten. Ist hier ein bisschen dumm, man sieht es schlecht. So, Eisenplatten. Also baue ich davon noch welche. Mehr kann ich nicht bauen, weil ich brauche jetzt natürlich hier wieder neue Barren. Also baue ich neue Barren. So viel, dass ich dann genug Eisenplatten bauen kann und Rohre, dass wir das schöne Ausrüstungsding bauen können. Machen wir fertig, Hammer. Und die Stangen machen wir auch mal fertig. Alles klar. So, jetzt öffnen wir die Ausrüstungswerkbank, die wir bauen wollen, also das Menü, und bauen das Ding dahin. Die baue ich mir gern hier drüben hin. Im Moment gibt es noch keine, ich muss mal gucken, es gibt noch keine Plateaus. Wir können nachher so Plateaus bauen, in verschiedenen Höhen. Die können wir noch nicht bauen, dann können wir das schön anpassen. Solange setze ich es mal hier an den Eingang hin. So, dass wir direkt reinhüpfen können. Bam. Okay. Hier drin können wir andere Dinge bauen. Boah, es ist dunkel. Hier drin können wir andere Dinge bauen, als die Kamera hat angeschlagen. Ich glaube, es kommen entweder Einbrecher, Frauen, die mich vergewaltigen wollen, oder die Familie kommt heim. Im Grunde alles schön, weil es gibt nichts zu holen. Das zweite ist okay für mich. Und das dritte ist auch in Ordnung. Die wissen ja, dass ich gerade was mache. So, okay. Mobile Miner. Wir können also hier drin, wenn wir den anklicken, warum ist hier so dunkel? Das weiß ich nicht. Ist echt dunkel. Können wir mal die Taschenlampe noch belegen? Wir belegen mal die Taschenlampe. Ich bin so gehypt. Ich weiß nicht, was los ist. Ich bin so ganz, ganz, ganz feucht. So, Quick Switch, Menü, Player, Toggle, Flashlight. Legen wir es mal hier drauf. Auf F, ist doch klar. Flash F für die Flashlight. Oh, wie obergeil. Ich weiß nicht, warum die nicht leuchtet. Vielleicht, weil sie keinen Strom hat. Das wäre dann neu. Es kann aber auch sein, dass sie einfach dunkel ist, weil hier momentan einfach die Schattenseite des Lebens herrscht. Gut, wir können hier diese Mobile Miner bauen. Davon bauen wir jetzt mal ein paar. Ich würde sagen, Kuckuck. Wir bauen mal ein paar, habe ich gesagt. Wir können keine bauen. Dann klicke ich mal rechts hier drauf, beziehungsweise da zur To-Do-Liste hinzufügen. Und dann habe ich gesagt, ich möchte einen bauen. Ich möchte aber eigentlich nicht einen bauen. Ich möchte davon ein paar mehr bauen. Machen wir so 8 Stück. So.
habe ja gesagt, hier geht's gleich rund. Eisenbarren machen wir. Wir brauchen also insgesamt 16 Platten und 32 Stangen. So, jetzt sehen wir natürlich, das Miese ist, wenn wir jetzt noch die 16 Platten aus sind und warten jetzt mal hier, bis die 16 Platten, ich muss mal mit der Hand, bis die 16 Platten da hinten, scheiße, so, naja, mein Finger ist zu kurz. Da hinten steht 16 Platten und drunter, jetzt habe ich 16 Platten hier stehen, da. Wenn ich die jetzt baue, sage ich, oh, das reicht ja dann, ich brauche ja nur, eigentlich nur 14, jetzt baue ich die und danach kann ich noch Eisenstangen bauen, die brauche ich ja auch. Achtung, aus den Barren, die ich wegbaue, werden natürlich auch die Eisenstangen gebaut, also haben wir das Problem, dass wir keine weiteren, na, ihr wisst schon, Stangen bauen können jetzt. Aber wir haben genug Platten. Also bauen wir nochmal weitere Barren und machen uns dann schöne Stangen. Das lasse ich jetzt laufen, bis wir 32 Stück haben. Oder ich drücke die Leertaste, trinke Schlückchen und alles weitere kommt dann. Ich muss euch sagen, wenn es mit dieser Serie nicht läuft, dann habe ich verkackt. Wenn es mit diesem Spiel, was ich schon seit Release, ich habe seit Release im Epic Store, das war ja vor Steam, kam ja, das kam ja im Epic Store raus, habe ich dieses Spiel angefangen zu zocken. Ich bin auf YouTube, über YouTube aufmerksam geworden auf das Spiel, habe das gesehen und dachte mir, was ist denn das? Das sieht ja geil aus, sieht aus wie Factorio, nur in, ich sag mal so blöd, Grafik geil. Und habe dann, jetzt baue ich die, und habe dann gesagt, wow, wann kommt das raus? Wie geil, so ein Spiel dauert ja meistens immer ewig. Man sieht sowas, so ein Release-Date, dann dauert's. Und es hat noch gedauert 2 oder 3 Stunden, bis es rauskam. Und ich bin in den Livestream reingefallen vom Entwicklerteam damals und dachte mir, oh, wie geil, ich bin dabei und ich kann es direkt kaufen. Hab's mir direkt gekauft, instant gegönnt quasi, gönn dir. Und hab dann direkt am Tag 1 gespielt. Hab den Arsch abgespielt, Tag und Nacht gespielt. Es war unglaublich geil. So, zurück zum Thema. Wir haben einen Mobile Miner gebaut, beziehungsweise, ich glaube, 8 Stück oder so. Das hier oben übrigens ist nicht doppelt, sondern das ist alles, was hier relevant jetzt wäre. Wenn wir nachher hier stehen, sehen wir da die relevanten Dinge. Wenn wir hier draufklicken, ist das Eisenerz relevant, um Barren zu machen. Und die Eisenplatten ist das Relevante, das hier. Das heißt nicht, dass wir 8 haben, sondern wir haben nur 4. Das ist wie ein Shortcut. Okay, wir haben so einen Mobile Miner. Den setzen wir dahin. Bam. Bam, mit linken Maustaste natürlich. Der wird aufgebaut. Sieht schon immer geil aus, wenn die sich aufstellen. Einfach brachial. Und er fängt an zu arbeiten. Und da wir mehr Eisenerz brauchen, oder sehr viel Eisenerz brauchen, würde ich sagen, bauen wir einfach mal mehr Mobile Miner hin. So, und die müssen wir so setzen, dass wir die ganz gut ernten können. Denn wenn wir die in einem Kreis setzen, so habe ich es früher immer gemacht, dann ist es ziemlich scheiße, die zu ernten. Also ich setze die lieber so ein bisschen nebeneinander in so einer Reihe. Und dann können wir die da hinklatschen. So, jetzt haben wir 4 Stück für Eisen. Die bauen, die brauchen keinen Strom, die brauchen keine Kohle, die brauchen gar nichts. Die haben quasi so eine Ultrazelle drin. Und die laufen einfach. So, als nächstes gucken wir mal, was haben wir denn hier zum Scannen? Haben wir was Neues bekommen? Oh, das ist der Abbauknopf. Das muss ich auch noch ändern. Das mache ich mal ohne euch. Das ist falsch schon belegt. Das war in meinem alten Spiel quasi in meiner Welt andersrum. Das muss ich jetzt mal ändern, sonst drücke ich immer auf den falschen Knopf. Sekunde bitte. So, ja, da bin ich wieder. Ich habe die Tasten umgelegt und bin gehypt. Da bin ich wieder. Brachiales Spiel, ich breche jetzt Essen. Okay, also ich habe umgelegt, dass ich scannen kann und abbauen kann, wie es sich gehört. Und jetzt haben wir gesagt, wir wollen unbedingt noch hier ganz schnell diese Eisenerzdinger da setzen. Und wollen auch ganz schnell da hinten noch, ganz schnell, ganz gut diese Dinge da hinten hinhauen. Und zwar wollen wir noch 2 hinsetzen, um Steine abzubauen. Steine brauchen wir auch. Steine sind ziemlich gut, um unrein aufzuheben. Oder wir hocken einfach hier 1 und noch 1 hin. Shift und Linksklick übrigens. Haut ihr das Ding direkt in die Hand rein. Könnt es aufbauen und die bauen ab. Die machen, das ist der einzelne Nachteil, immer nur 100 Stück. Zumindest war das so. 100 ins Lager. Und dann müssen wir es abholen und müssen quasi rausnehmen, was drin ist. Wir gucken mal. Der baut ab, der hat es 5, 6, wenn ich hier Shift-Links-Klick geht so, oder ich sage, alles nehmen, dann nehme ich auch alles raus, oder ich sage Pick-up-Miner, dann habe ich logischerweise das ganze Ding in der Dash, das wollen wir nicht. Den lassen wir laufen, wir gehen weiter. Ich gucke nochmal, ob ich hier was anderes, nein, kann ich noch nicht scannen kann, denn wir bräuchten auch noch Kupfer. Da ich mich ja ein bisschen auskenne und hier nicht ganz von gestern bin, weiß ich, dass da oben Kupfer ist, und da setze ich jetzt noch die anderen Miner drauf, 2 Stück, weiter Weg, aber zumindest war da früher das Kupfer. Hier, Biomasse sammeln wir immer ein. Wenn wir Blätter sehen, einstecken. Das ist perfekt. Blätter sind gut. Hier ist der Hochweg. Der Hochweg. Der Hochweg von der Hochschule, auf der ich nicht war.
Und trotz, dass ich nicht auf der Hochschule war, bin ich irgendwas geworden. Ich weiß noch nicht was, aber irgendwas bin ich. So, Stick einstecken, einstecken. Und hier sind wir am Kupfer. Oh. Okay, da ist noch jemand am Kupfer. Naja, keine Chance. Aber ich habe unsere Pedobären daheim gelassen. Die Bären heilen uns übrigens. Er hat wieder was verloren, hat seine Schuppe verloren. Arme. Ja, dann kloppen wir das mal da raus, würde ich sagen. Kloppen wir mal den Scheiß aus dem Schädel. Hammer. Und jetzt setzen wir uns hier die zwei Miner hin. So wie... Wir kommen von da unten hoch. Das heißt, wir kommen so hin und wollen es von da aus sehen. Zwei Stück. Und los geht's. So, wenn ich jetzt nur kurz stehen bleibe, kann ich schon ein bisschen Kupfer mitnehmen. Das macht viel Sinn, denn... wie soll ich denn erklären? Der Weg, den wir gleich uns sparen, der ist gut. Klar, hätten wir jetzt halt eben hier oben 4 hingesetzt, hätten wir oben immer 400, was wir mitnehmen können, aber wir wollen mal nicht gierig werden. Boah, wir wollen uns mal lieber die Sonne angucken. Und die Steine. Habt ihr gesehen, wie es auf die Steine leuchtet hier? Brutal. Da bin ich froh, dass ich in 1440, was weiß ich was, Penisse aufnehme. P, weil das ist ja voll wichtig, finde ich. Guck mal dahin. Uhuhuhuhu. Fuck. Und da unten der Pilz, wie der in der Höhle leuchtet. Gehen wir auch noch hier in die Höhle übrigens. Also, das Spiel ist ein Automations... Survival ist eigentlich nicht wirklich so. Wir müssen nichts wirklich essen oder so, um zu überleben. Aber wir müssen natürlich überleben und nicht sterben. Und auch Exploration-Spiel. Das heißt, wir müssen erkunden, um weiter forschen zu können. Es gibt Dinge, die wir nur finden können, um dann weiterzumachen. Wie der Nebel hier leuchtet, wie brachial das aussieht. Ich kann das Wort brachial nicht oft genug sagen. Auch der Schatten, wie der da langläuft. Und mein Rechner ist dafür, was er da leistet, ziemlich nicht so heiß. Ich kann das Bein noch dran halten an die Glasscheibe. Da sitzt noch eine Elektroschnecke da oben drauf. Geil. Okay, Zeit habe ich überbrückt. Bisschen Scheiß geschwätzt. Und wir machen hier weiter. Die 44 laden wir ein. Und wie viel sind hier drin? 58. Die haben wir erstmal. Was wir haben, haben wir. Und es gibt später Jetpacks zum Schweben, also Jetpacks zum so zum Fliegen. Ne? Es gibt Jetpacks, mit denen wir quasi so einen unendlichen Flug haben, wo wir an der Stelle schweben können und besser bauen können. Das ist auch eine tolle Sache, das kommt dann aber alles. Kalkstein ist unrein, okay. Ja, also. Und die, so, die Quelle, die unrein, nicht unrein und so weiter, gibt an, wie viel da rauskommt. Wobei die Quellen unendlich sind und von daher finde ich es gar nicht so wichtig. Und der erste Stein gibt natürlich immer am meisten, wenn wir den oben abschlagen. Da ist immer massiv viel Zeug drin. Die ganzen Dinger stehen, die arbeiten nichts. Warum arbeiten die nichts? Ist ganz klar, die sind alle voll. Jetzt kenne ich hier leider keinen Button, um diese Dinge von außen zu leeren. Also wie Control, Linksklick. Müsst ihr probieren, ob das geht. Shift, Linksklick. Nee, es geht nicht. Wie bei Factorio, wisst ihr? Control, Links, Shift und so weiter. Dann hat man ja den Scheiß in der Tasche, aber ist nett. Okay, wir machen weiter. Hub Upgrade 2. Das schaffen wir noch. Und dann ist auch schon die Folge zu Ende. Die erste Folge, in der ich aufgeregt bin. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, bitte Abo-Knopf drücken. Denn wir erleben viel. Viel wird ja, wird unheimlich viel kommen. Also, Upgrade 2 gibt uns einen Schmelzofen, Stromleitung, Kupferbarren, die Möglichkeit, Kupfer zu verarbeiten, zu Draht, in Kabel und wir können nach Kupfer scannen. Da wir ein bisschen intelligent sind, sind wir unserer Zeit schon ein bisschen voraus. Ich habe Kupfer mitgebracht. Das Kupfer schmeißen wir mal hier rein. Wir brauchen gar kein Kupfer. Wir brauchen ja eigentlich Eisenplatten. Witzig. So, das Eisen schmeißen wir da rein. Aber das Kupfer brauchen wir auch gleich. Versprochen. Versprochen. Gleich brauchen wir es. So, was brauchen wir? Wir brauchen 20 Stangen und 10 Platten. So. Machen erstmal die Stangen. Die gehen schneller irgendwie. Stangen. Und wenn man jetzt denkt, oh, was ein Depp, warum automatisiert er das nicht? Ja. Wir könnten theoretisch, guck mal rein, was wir schon bauen können hier oben, noch nichts bauen, was uns automatisiert. Das heißt, wir müssen es so machen. Es gibt keinen Weg an dieser Technik vorbei, außer man würde irgendwie, keine Ahnung, was wohin zaubern. Und das ist nicht der Fall. So, 20 Stangen haben wir gesagt und 10 Platten. Geht noch nicht, fehlt noch. Wobei wir schon 4 Stück eingelagert haben. Man sieht ja da oben, 4 sind schon erledigt. Die sind abgehakt. YouTube schreibt mir, das wird hoffentlich was Liebes sein. Ja, das sind Liebe. Alles klar. Der Reinecke WWWF oder WK schreibt, das ist ein relativ neues Mitglied meiner wunderschönen... Ist das eine Community eigentlich schon? Seid ihr eine Community? Weiß ich nicht.
mit den Leuten, mit denen ich mich hier den ganzen Tag abgebe, die mir tolle Sachen schreiben und die, denen ich tolle Sachen antworte, da ist er quasi relativ frisch geschlüpft. Und das finde ich gut. Finde ich sehr gut. So. Ich habe halt so dieses Liebesgefühl. Vielleicht sollte ich mal... Oh! Oh, ich habe einen Hub gekriegt. Ein Hubgrade. Ja, mein Gott. Okay. Okay. Also, wir haben ein Upgrade gekriegt. Unser Hub hat ein Upgrade bekommen. Sieht so gut aus. Es sieht, Leute, was die geleistet haben. Und es geht ja nicht immer nur um die Grafik. Aber hey, ja, halt die Zähne bitte. Ich mag diese Frau, aber wenn ich rede, soll die ruhig sein. Also, nicht generell die Frau, sondern diese Computerstimme. So. Um mir keine Durcheinander kommen zu lassen. Dieses, wie das hier alles, das hier, diese Ecke. Da könnte ich, wenn ich sehe, was da für Kratzer drauf sind in dem Lack hier und in diesem Metall, ich bin maximal begeistert. Also, beginnen wir. Wir haben jetzt einen, hier einen Biomasse-Generator, der macht aus Biomasse Strom. Da können wir Blätter reinschmeißen, Früchte, hätte ich beinahe gesagt, wir können Holz reinschmeißen, wir können alles Mögliche reinschmeißen, auch Biomasse und gepresste Sachen und alles, was noch kommt. Und dann können wir das Ding anschalten und dann macht es uns Strom. Oder es bellt. Manchmal bellt es auch. So, wenn wir das bauen, können wir unten auf dem Shortcut 2 einen Strommast, also eine Stromleitung ziehen. Ja, man sieht, man hat eine Stromleitung, die man da dran machen könnte, wenn man Kabel hätte, und könnte einen Strommast legen. Da wir aber noch kein Kabel haben, können wir noch keinen Strommast machen, also machen wir uns erstmal schnell noch ein Kabel. So, beziehungsweise wir verarbeiten mal Kupfer, stellen uns Draht her und stellen uns daraus dann Kabel her. Nein, wir brauchen kein Gummi, zumindest war das früher noch nicht so. Es gibt kein Gummi in dem Spiel und kein Kunststoff. Nein, es gibt kein Kunststoff. Das bedeutet, wir können das Kabel einfach aus dem Draht herstellen und die Isolierung, die kommt aus Rasen oder so. So. Das hauen wir durch. Jetzt haben wir die Kabel gebaut. Und wir schauen mal in unseren Bauplan rein, in unser eigenes Baumenü. Und da gibt es die Stromleitung. Es gibt einen Schmelzofen. Der ist sehr wichtig. Den brauchen wir jetzt gleich. Da müssen wir nämlich nicht alles mit der Hand schmelzen. Und das war's. So, bedeutet, wir gehen mal hier hin und sagen, ich möchte ein Kabel ziehen. Von hier nach da geht nicht. Kann ich den mittlerweile anschließen? Wird es dann hell hier drin? Nein, kann ich auch nicht. Also, jetzt geht's aber los da draußen. Alter. So, also, das Kabel ziehen ist neu. Wir können das Kabel, also früher können wir es auch ziehen, aber das konnten wir nur auf den Strommast ziehen. Das sieht anders aus, das ist schon mal interessant. Wir müssen dieses Kabel dann an ein Gerät anschließen, das Strom braucht. Ein Gerät, was Strom benötigt, ist zum Beispiel hier dieser Schmelzofen. Den bauen wir uns jetzt auch noch schnell, bevor wir Ende machen. Schmelzofen, fabrizieren, einen. Wir brauchen dafür Eisenstangen und Draht. So, dann würde ich mir auch daheim hinstellen, muss ich ehrlich sagen, weil... So ein paar Eisensteine, die hole ich im Baumarkt und ein bisschen Draht. Den habe ich vielleicht noch irgendwo in der Garage rumfliegen. Und dann hätte ich so einen geilen Schmelzofen. Aber machen wir es nicht witzig. Nachher ist der Run aufs Material noch groß und schwer genug. Dann sind wir froh, wenn wir die Sachen, die Basissachen wenigstens günstig produzieren können. So, ein bisschen Draht. Und fertig. Okay, das haben wir. Jetzt bauen wir das Ding dahin. Schmelzofen einen. Und den setze ich jetzt einfach mal hier hinten dran oder hier neben dran. Kommen wir jetzt hier hin. Output nach vorne. Das sind auch so Raster. Man kann da also nicht viel schief machen. So wäre es schief, ne? Klar. So wäre es parallel zur Basis, zum Hub. Und jetzt setze ich das Ding dahin. Bäm. So. Jetzt hole ich mein Kabel raus aus der Dash und schließe es da an. Didit. Jetzt hat die Maschine Strom. So sieht das Ding aus. Sieht sehr schön aus. Ganz, ganz schön. Jetzt gehe ich dran und sage, was sollst du machen? Du sollst bitte Kupfer oder Eisenbarren schmelzen. Und dann legen wir dort erstmal mit der Hand Eisenerz rein. Und schon fängt das Ding an zu arbeiten. Das schmelzt uns jetzt da Eisen. So. Und wenn das geschmolzen hat, einfach eine coole Sache, dann gibt es das in den Output rein. Und wenn der Output voll ist, bleibt es stehen. Oder wenn der Input leer ist. Wir können es immer nachfüllen. Irgendwann ist voll und dann geht es nicht weiter. Aber der Schritt ist uns jetzt schon mal genommen worden. Mit der mittleren Maustaste können wir einen Schmelzofen kopieren. Also den Bauplan, und können ihn nochmal neben dran setzen. Wenn wir Control gedrückt halten, also STRG, können wir das auch an einer gewissen Linie ausrichten. Seht ihr diese Schnapplinie? Und auch hier, wenn ich den dran mache und vorbeifahre, ist da eine gewisse
Schnappizität, die sich da bildet, dass wir die Eingänge und Ausgänge und so weiter parallel haben. Ich würde ganz gerne den zweiten Ofen daneben dran stellen. Dazu fehlt uns aber noch Material. Das hole ich jetzt nicht mehr. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Haha, so machen wir es. Genau, sonst wird die Folge zu lang und dann dauert es ewig. Und ihr könnt abends nichts mehr gucken und dann seid ihr traurig. Und das will ich nicht. Ich will, dass ihr glücklich seid und mich lieb habt. Gut, das ist, der Rauch ist auch neu. Ich hoffe, es gibt keine Umweltverschmutzung hier. Und nicht, dass sich einer dann hier irgendwo am Eingang vom Dings festklebt, ne? Also wenn hier Verschmutzung ist und sich einer da irgendwo an diesem Rotationsrad festklebt, ich schalte die Maschine nicht aus. Ich lasse die Maschine laufen. Okay, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr seht, ich bin maximal geflasht. Der hier verschreddert unser schönes Papier, unser Blattzeug, meine ich natürlich kein Papier. Und dann sehen wir, wie es runterläuft und wir sehen hier auch Strom. Ich bin gespannt, wie sich der Strom neu verhält. Der Strom ist ja überarbeitet worden jetzt im 8er Update. Und da bin ich gespannt, wie das funktioniert. Fakt ist, wir sehen also hier, was wir in der Kapazität gesamt haben. Das ist das Ding, das kann 20 Megawatt. Vielleicht mache ich auch mal eine Gigawatt-Challenge. kann 20 Megawatt und Produktion aktuell 4, Konsum 4, deswegen produziert er nur 4 und maximal Konsum ist auch nur 4. Wir haben nicht mehr Geräte, egal ob an- oder ausgeschaltet. Es kann nicht mehr wie 4 produziert werden. So, in diesem Sinne, macht's gut, vielen Dank und ciao, ciao.